Mut zum Kreuz. So heißt die neue Serie, die am 2. Juli startet und in der Oldenburgischen Volkszeitung und der Münsterländischen Tageszeitung erscheinen wird. Dabei ist eine Kooperation zwischen den Tageszeitungen aus dem Oldenburger Münsterland und der Kardinal von Galen Stiftung der Burgdinklage entstanden. Mit der neuen Serie Mut zum Kreuz wollen wir einen Beitrag leisten zur Wertedebatte, die gerade läuft in Deutschland. Viele Menschen wissen ja gerade gar nicht, woran sie noch glauben sollen. Es geht um Flüchtlinge, Terror, Klimakatastrophe, rechte Parolen. Viele Probleme fordern uns ja gerade heraus. Und in der Serie Mut zum Kreuz haben wir 30 Leute gefragt, wofür sie eigentlich stehen. Und sie machen Mut, aufs Neue auch christliche Werte vielleicht in den Blick zu nehmen, die vielleicht vergessen worden sind in letzter Zeit. Und dabei geht es nicht darum, Andersdenkende irgendwie auszugrenzen, sondern eigentlich im Gegenteil geht es darum, Mut zu machen, sich gesellschaftlich zu engagieren und sich an den Diskussionen zu beteiligen. Bereits im Vorfeld gab es eine große Beteiligung. Nach einem Aufruf sind viele Geschichten bei uns eingegangen. Die Redaktion wählte davon 30 aus. Diese Geschichten auf Papier zu bringen, war für unsere Reporter eine interessante und spannende Erfahrung. Ich habe mich sehr intensiv mit den Menschen befasst. Sie haben sich mir geöffnet und haben mir ihre Situation, ihr Verhältnis zum Kreuz gezeigt. Und das fotografisch einzufangen, das ist schon eine Herausforderung. Und die hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil es einfach auch fantastische Begegnungen mit tollen Menschen waren. Und das ist das Schöne, man ist draußen, man ist nicht in irgendeinem Fotostudio, sondern setzt sich mit dem persönlichen Lebensumfeld der Leute auseinander und dann entsteht einfach auch eine Fotoidee. Und wenn man ganz genau zuhört, und das ist das Entscheidende, dann vermitteln diese Leute eigentlich auch schon eine Botschaft und sagen, mein Verhältnis zum Kreuz sieht so und so aus und das möchte ich so und so zeigen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an diesen jungen Mann denke, den ich in der JVA für Männer in Vechta begegnet bin, dann hat der eben auch zu diesem Kreuz, das in der JVA hängt, ein ganz, ganz besonderes Verhältnis, einen ganz besonderen Zugang. Und er wusste eigentlich auch schon, wie er gerne fotografiert werden möchte. Es ging also mehr darum, das richtige Licht zu finden und diesen Ausdruck oder ich sag mal seinem Wunsch einen Ausdruck zu verleihen. Und das haben wir auch bei anderen Menschen gehabt. Ob das hier ein Bausoldat ist, der früheren DDR, der heute in Dinklage lebt, das war spannend zu sehen, wie er heute lebt, weil seine Beziehung zum Kreuz ist. Oder ob es hier um eine sehr junge Frau geht, eine Tierärztin aus Kolumbien, die in Mühlen lebt und eben auch eine ganz besondere Beziehung zum Kreuz hat. Mit der bin ich zum Beispiel in die Mühlener Kirche gegangen, weil sie die Wandbilder dort besonders interessant findet und ihr aus der Seele sprechen. Mut zum Kreuz ab dem 2. Juli in der OV und MT. Im September folgt eine Ausstellung auf der Burg Dinklage und eine Buchveröffentlichung.